In diesem Video zeigen wir dir einen kleinen, aber effizienten Tipp, um in FIFA besser verteidigen zu können. Viel Spaß! In unserer Videoreihe Road to Pro versuchen wir dir in möglichst kurzen Videos alle möglichen Tipps und Tricks zu geben, um besser in FIFA 21 zu werden. Check hierfür gerne die Playlist oben im i oder in der Videobeschreibung ab. Der Tipp in diesem Video gehört zu der Kategorie Verteidigen. Und zwar geht es hierbei um das Verteidigen mit L2. In der Steuerung ist die L2-Taste als Ballabschirm definiert. Du kannst so in der Offensive beispielsweise gut deinen Körper reinstellen. Wir beschränken uns jedoch in diesem Video auf das Einsetzen der L2-Taste beim Verteidigen. Durch das Drücken der L2-Taste nehmen deine Spieler eine andere Haltung ein. Sie wirken so deutlich agiler und lassen sich einfacher und gezielter steuern. Sie bewegen sich wie eine Krabbe schnell von links nach rechts. Halt die L2-Taste hierfür einfach gedrückt, während du einen Spieler steuerst. Decke freie Spieler und warte in 1 gegen 1 Situation ab, bis du im richtigen Moment in den Zweikampf gehen kannst. Durch diesen Trick solltest du in der Defensive deutlich sicherer stehen und besser deine Verteidiger verwenden können. Das war's auch schon von diesem simplen Trick. Wenn du noch Fragen dazu hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Für weitere Defensiv-Tutorials oder generell anderen Tipps in FIFA 21, schau einfach in der Playlist vorbei oder lass jetzt ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Über ein Like freuen wir uns natürlich auch.